Die Rebellen rücken immer weiter vor. Diese Einheit hat sich etwa 15 Kilometer nördlich von Debaltseve in Stellung gebracht, nahe der ukrainischen Linie. Mischa, ein Kommandeur der Rebellen, gibt zu, freiwillig aus Russland gekommen zu sein. Er wolle seine Fähigkeiten hier einbringen. Er zeigt in Richtung der ukrainischen Regierungstruppen. Trotz des Waffenstillstands würde die Armee häufig angreifen. Solche Krater bewiesen das. Wir versuchen, die Provokationen zu ignorieren und nicht zurückzuschießen. Wir werden permanent mit Granaten beschossen und sie setzen auch Panzerhaubitzen ein. Die Aufständischen haben die Armee vor 2 Wochen aus der Region vertrieben und harren in diesem Ort aus. Einer der Rebellenführer glaubt nicht, dass der Waffenstillstand hält. Wie wird die Waffenruhe überwacht? Erst gestern hatten wir 4 Verletzte und einen Toten. Sie schießen ununterbrochen auf uns. Diese Feuerpause wird nicht lange halten. Sie nutzen die Zeit, um sich neu zu organisieren. Schwer bewaffnete Rebellen sichern das eroberte Territorium. Andere Einheiten heben Schützengräben aus, auf einem Hügel mit Sicht auf ukrainisches Gelände. Die Rebellen sagen, ihre Taktik sei rein defensiv. Sie hätten hier keine schwere Artillerie. Diese Raketenwerfer gehörten den zurückgedrängten ukrainischen Truppen. Alle schweren Waffen seien am Samstag von der Front abgezogen worden, so wie im Friedensabkommen von Minsk vereinbart, sagen die Rebellen. Sie zeigen einem OSZE-Beobachterteam diese Mörser. Es seien die letzten, die noch in ein Depot gebracht werden müssten. Dort stehen nur 4 weitere Panzer. Wo die anderen abgezogenen schweren Waffen deponiert wurden, bleibt unklar. Die OSZE sagt, keine der beiden Seiten habe während des Rückzugs vollständig kooperiert. Die Überwachung sei häufig behindert worden. Wir können nicht bestätigen, dass die schweren Waffen wirklich zurückgezogen wurden. Wir haben einfach nicht die Informationen, die wir brauchen und die wir seit längerem fordern. Das gilt für beide Seiten. Sie müssen beide viel mehr tun. Die Rebellenführer behaupten, sie hielten sich an die Minsker Vereinbarung. Die OSZE kann anhand eines Plans genau verfolgen, wo sich die Waffen befinden. Er zeigt, dass die bisher zurückgezogenen Waffen wie angegeben in den Depots sind. Der Waffenstillstand hat die Lage beruhigt. Die Rebellen halten das aber nur für Verzögerungstaktik. Sie glauben nicht, dass der Konflikt vorbei ist.